Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Brujan Gudina. Ich bin Pastor und Dozent für praktische Theologie, Psychologie und Seelsorge am Seminarschloss Bogenhofen in Österreich. Hier in Deutschland habe ich eine psychologische Beratungspraxis. Aber wie Sie sehen, bin ich hier in meinem Studierzimmer und versuche, mit meinen Studenten und Studentinnen Kontakt zu halten und so gut wie möglich von zu Hause aus zu dozieren. Warum dieses Video? Warum dieser Kanal? Ich habe in den letzten Tagen immer mehr beobachtet, wie Menschen verunsichert werden, wie sie emotional in Turbulenzen kommen. Und ich habe mir gedacht, mit einigen Tipps aus der Seelsorge, Psychologie und aus der Bibel Trost, Zuversicht und Hilfestellungen zu geben, wie sie ihre emotionalen Turbulenzen wieder stabilisieren können. Zunächst möchte ich aber betonen, dass das Video keine Alternative zu dem medizinischen Wissen und Ratschlägen ist, die wir jetzt über die Nachrichten regelmäßig bekommen. Bitte nehmen Sie die ernst. Nehmen Sie die Meinung, die Hinweise aus der Politik und Wissenschaft ernst, damit Sie nicht noch mehr Menschen infizieren oder Sie auch infiziert werden. Halten Sie diesen Sicherheitsabstand, bleiben Sie zu Hause oder gehen Sie nur in die Natur, solange es erlaubt ist. Ich möchte Ihnen aber jetzt in dieser Zwischenzeit einige Hilfestellungen geben, wie Sie Ihre Emotionen und Ihre Gedanken regulieren können, besonders bei denen unter Ihnen, die damit Schwierigkeiten haben. Heute wissen wir aus der Psychoneuroimmunologie, wie wichtig es ist, einen ausgeglichenen psychischen Zustand zu haben, damit auch mein Immunsystem gestärkt ist. Aber in Zeiten wie diesen des Notstands ist es natürlich manchmal schwer, die Emotionen ausgeglichen zu haben. Von daher werde ich Ihnen jetzt einige Methoden vorstellen und Tipps geben, wie Sie da sich helfen lassen können. Ja, um welche Ängste geht es? Manche Menschen haben jetzt natürlich die Angst, werden sie selbst infiziert und erkranken. Andere haben Ängste, ob sie die Arbeitsstelle verlieren oder ihre Selbstständigkeit. Damit sind natürlich zahlreiche existenzielle Ängste, Zukunftsängste verbunden. Verlustängste, werde ich Personen verlieren, die ich kenne? Werde ich meinen Wohlstand verlieren? Vielleicht kann ich mein Haus nicht mehr abzahlen. Andere unter uns haben eher Kontrollverlustängste. Die Situation jetzt macht ja einen Eindruck, als würde man die Kontrolle über das normale Leben verlieren. Zumindest hat es sich massiv geändert, das Leben. Bei manchen unter uns kann das auf die seelischen, auf die Gefühle und die Gedanken wirken, dass sich dort widerspiegelt wie ein Kontrollverlust. Jeder von uns ist anders. In der Psychologie sprechen wir von einer Persönlichkeitsstruktur. Und wir wissen, dass besonders Menschen, die zum Beispiel in ihrer Grundstruktur eine schnelle Veränderung haben, das heißt, sie sind nicht so stabil, sondern eher veränderbar, dass diese Menschen besonders leiden unter solchen massiven Veränderungen. Da schlägt es besonders ins Negative aus und sie bekommen Ängste und Unsicherheiten. Andere Menschen sind zum Beispiel sehr sensibel. Sie haben große Ohren, große Wahrnehmung, wie so Antennen. Ja? Sie nehmen fast alles wahr. Und sie nehmen jetzt auch natürlich alle Hinweise, negativen, viel deutlicher wahr und bekommen dadurch Ängste. Andere unter uns sind zum Beispiel sehr korrekt in ihrer tiefen Struktur. Sie sind von klein auf gewöhnt, alles richtig zu machen, einen Überblick zu behalten, strukturiert zu arbeiten. Das Bekannte muss bleiben, dann fühlen sie sich wohl. Aber in solchen Zeiten natürlich kann es bei solchen Menschen ausschlagen und ihre Gedanken beginnen zu kreisen und Zwangsgedanken kommen vielleicht sogar. Und natürlich die Gefühle, die solche Menschen fast erdrücken können, die Ängste zum Beispiel. In der Psychologie, in der Verhaltenstherapie hat man viele Maßnahmen, die da helfen können. Also gute Methoden sind Gedankenstopps, die sich dann auch auf meine Gefühle positiv auswirken. Und heute möchte ich Ihnen zunächst einige solcher Tipps aus der Psychologie, aber auch aus der Bibel zeigen, um Ihnen die ersten Schritte zu geben, wie Sie sich selbst helfen können. Zunächst möchte ich Ihnen einige Tipps aus der Medizin und Psychologie geben. Gehen Sie so viel wie möglich in die Natur. Wir haben noch keine Ausgangssperre, ich hoffe auch nicht, dass sie bald kommen wird.
Aber nutzen Sie die Zeit. Gehen Sie jeden Tag mindestens 30 Minuten oder eine Stunde in die Natur raus. Gehen Sie in den Park, in den Wald, auf die Wiesen oder zumindest in Ihren Garten. Und lassen Sie die Natur auf sich wirken. Schauen Sie mal, in den letzten Jahren wurden einige Bestsellerbücher geschrieben, wie zum Beispiel von Peter Wohlleben, Das geheime Band zwischen Mensch und Natur oder Das geheime Leben der Bäume. Es läuft gerade ein Kinofilm über die Wälder von ihm. Leider sind die Kinos jetzt nicht zugänglich. Aber er und manche anderen Naturliebhaber versuchen, die neuesten Forschungen aus zum Beispiel Forstwirtschaft, Gesundheitswissenschaften, Neurologie zu bringen, die aufzeigen, wie gut die Natur, wie wohltuend sie auf uns wirkt. Zum Beispiel auf unser Immunsystem. Nadelwälder sind fast nahezu keimfreie Zonen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass die Japaner eine alte Tradition haben, das Waldbaden. Das ist inzwischen eine anerkannte Therapieform. Man kann es sozusagen verschrieben bekommen. Versuchen Sie auch jetzt in dieser Zeit in die Natur zu gehen und sich zu bewegen, zum Beispiel zu walken oder irgendwelche Übungen zu machen, um Ihren Kreislauf in Gang zu bringen und mit guter, frischer Luft zu atmen. Diese Luft in der Natur ist wie Balsam für Ihre Lunge. Aber darüber hinaus hat die Natur nicht nur auf unseren Körper und Immunsystem eine gute Wirkung, sondern auch auf unser seelisches System. Es ist bekannt, seit einigen Jahren gibt es viele Forschungen dazu, wie zum Beispiel Achtsamkeitsübungen wirken, vor allem in der Natur. Was für eine Wirkung sie auf unser Gehirn haben und auf unser Psychoneurosystem und Immunsystem. Zum Beispiel, als ich gestern vor 2 Tagen auf einem Teich war, am Inn, entlang des Inns und mich dort hingesetzt habe, habe ich auf einmal ganz, ganz viele Vögel singen gehört. Und ich habe mich entspannt und denen gelauscht eine ganze Weile. Das hat so gut getan. Ja? Das kann erstens so entspannen und uns in so einer Ruhe und einen Genuss bringen, wenn wir das lernen zu hören und lernen wahrzunehmen. Versuchen Sie mal 10 Minuten den Vogelgesang im Wald zu hören und die unterschiedlichen Vögel zu unterscheiden. Oder schauen Sie mal 5 Minuten die Blüten an, die jetzt herausblühen. Schauen Sie alle Details an, riechen Sie dran, berühren Sie sie und beobachten Sie sie. Oder Schmetterlinge oder Insekten, die jetzt alle wieder zurückkommen. Lassen Sie das auf sich wirken und Sie werden sehen, wie zu was für ein Gedankenstopp es kommt, wie Sie sich entfernen von diesen Problemen, die wir jetzt gerade haben. Sie werden merken, dass die Natur so ist wie immer. Sie kennt jetzt kein Corona. Die Natur funktioniert nach ihren Gesetzmäßigkeiten. Sie blüht jetzt gerade auf und sprießt mit Leben. Versuchen Sie, diese Energie zu spüren. Aber auch die Details, die Sie sehen. Und Sie werden sehen, wie es zu einem Gedankenstopp kommt und wie wohltuend das für Ihre Seele sein wird. Nun möchte ich mit Ihnen eine andere Übung machen, die eher aus dem biblisch-seelsorgerlichen Bereich kommt. Eine der berühmtesten Reden der Bibel ist die sogenannte Bergpredigt, die Jesus vor 2000 Jahren gesprochen hat, mit wunderschönen Texten, die bis heute in die Weltliteratur und in unser Gedankengut gegangen sind, zum Beispiel der Nächsten und der Feindesliebe. In dieser Bergpredigt spricht aber Jesus auch über Sorgen und Ängste, die wir manchmal haben können in Krisensituationen. Ich lese ihn vor aus Matthäus 6, Vers 25 und folgende Texte. Da sagt Jesus, deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht. Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. So seid ihr doch viel wertvoller als sie. Da haben wir sie wieder, die Vögel, die wir betrachten sollen, was unsere vorigen Übungen betrifft. Vielleicht sagen Sie aber, ja, mit diesem Text, weil ich nicht an Gott glaube, vielleicht glauben Sie ja gar nicht an Gott und an die Bibel, der macht mir Schwierigkeiten, besonders der zweite Teil. Aber dann lass uns mal auf den ersten zunächst genau schauen. Sie sorgen sich vielleicht jetzt auch für Speis und Trank, für Toilettenpapier. Vielleicht sind manche unter Ihnen auch zu den Hamsterkäufen gegangen und haben gehamstert. Warum? Weil sie Ängste haben. Sie haben Ängste, vielleicht kommt es jetzt zu einer Katastrophe und ich werde nichts mehr zu essen haben.
Aber schauen Sie, Jesus versucht genau hier, in diesem Punkt, dieser Ängste, versucht er logisch, mental, psychologisch, kognitiv ihre Gedanken zu steuern und zu sortieren. Das heißt, er versucht uns zu motivieren, dass wir unsere Gedanken, verschiedenen, die wir haben, ordnen. Was ist oben ganz, ganz wichtig und was ist unten, was nicht so wichtig ist. Und da macht er die erste Unterscheidung für die Angstzeit, für Krisenzeiten und sagt, es geht doch nicht in erster Linie um das Essen und Trinken. Das ist doch nicht das Wichtigste oder die Kleidung oder das Toilettenpapier. Sondern das Wichtigste ist das Leben. Und das haben sie faktisch. Solange sie leben, können sie sagen, sie leben und sie haben die Gabe des Lebens. Er möchte auch die Frage der Kontrolle hinterfragen. Schauen Sie mal, unsere ganzen Kontrollgedanken oder sogar Zwangsgedanken, was wird sein, wie wird das alles sein, die haben sich jetzt in den Vordergrund gedrängt. Aber in Wirklichkeit, was können Sie denn überhaupt kontrollieren? Können Sie Ihre Atmung kontrollieren? Vielleicht ein paar Minuten, aber nicht die ganze Zeit, auch nicht nachts. Können Sie Ihre Magenverdauung kontrollieren? Können Sie Ihren Herzschlag, Ihren Puls kontrollieren und ihm Befehle geben, dass das Herz pumpt? Können Sie Ihren Milliarden und Milliarden und Abermilliarden Zellen in Ihrem Körper und Ihrem Gehirn Befehle geben, sie sollen gut funktionieren? Alle funktionieren wunderbar, solange sie leben. Alle arbeiten fleißig ihren Dienst, damit sie Leben haben. Da versucht uns Jesus hinzuweisen und zu zeigen, schaut doch mal, das Leben ist doch mehr als Kleidung. Das ist doch ein Wunderwerk, wie wir funktionieren, ob sie gläubig sind oder nicht. Von daher versucht er das zu sortieren und uns das Gefühl zu geben, dankbar zu sein, dass das Wesentliche, das Wichtigste funktioniert ja. Und das können wir jetzt üben und da gebe ich Ihnen einen Vorschlag. Nehmen Sie sich ein schönes Heftchen, ein kleines Heft und schreiben Sie jeden Tag eine Sache, vielleicht mit ein paar Sätzen, wofür Sie dankbar sind. Dafür brauchen Sie nicht mal ein Christ sein, nicht mal gläubig sein, sondern jeder von uns hat viele Dinge, für die er dankbar sein kann. Und wenn Sie diese Übung durchführen, wird sich Ihr Gehirn von den Problemen, die jetzt so überhand genommen haben, wird sich auf das Positive orientieren. Und das ist der Sinn dieser Übungen, die Jesus hier schon formuliert hat, auch wenn Sie nicht an ihn glauben. Aber sie können ihre Gedanken auf das Wesentliche steuern und auf die Dankbarkeit. Und so kommt es auch zu einem Gedankenstopp, der jetzt für manche unter Ihnen sicherlich wichtig ist. Und Sie werden sehen, dass mit der Zeit die Dankbarkeit und die positiven Dinge, auch in den Naturübungen, diese Bewunderung, diese guten Einflüsse in der Natur immer stärker in uns werden und wir werden schrittweise gelassener und entspannter. Und das wünsche ich Ihnen für die nächsten Tage.